Logarithmen, unser Thema, sind immer dann notwendig, wenn man die Unbekannte in einem Ausdruck der Art so was wie b hoch x ist gleich a und man möchte x berechnen. Dann braucht man einen Logarithmus. Wobei man immer einen Logarithmus üblicherweise zur Basis zum Beispiel unten irgendein b von a hat und das sieht dann so aus. Also dies hier ist der Logarithmus von a zur Basis b. Wenn man möchte, das Ding hier kann man noch Nummeris nennen, muss man aber nicht. Es gibt einige wichtige Basen, ist die Basis, also 10, dann hat man den sogenannten dekadischen Logarithmus, der wird auch häufig nur mit LG abgekürzt. Den Logarithmus zur Basis e, zur natürlichen Zahl, zur Eulerschen Zahl, das ist der natürliche Logarithmus, abgekürzt mit ln, so sieht es nicht schön aus. Das ist der natürliche Logarithmus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Logarithmus Sie verwenden sollen, dann verwenden Sie einfach den ln. Der hat nämlich den großen Vorteil, der ist als einziger differenzierbar. Also wenn man sich angewöhnt, immer mit dem ln zu rechnen, hat man zum Beispiel beim Differenzieren schon mal keine Probleme. Es gibt ein paar Rechenregeln, ein paar Rechengesetze, die ich aufgeschrieben habe für den Logarithmus. Da der Logarithmus letztendlich irgendwie eine Umkehrung von der Potenzfunktion ist, muss, wenn ich Potenzen multipliziere, waren ja vorher ihre Basen auseinander mit Plus, habe ich nicht zwei. Ah, nochmal. Wenn ich zwei Logarithmen multipliziere innerhalb der Klammer, dann kann ich das auch genauso gut tun, indem ich einen Logarithmus von x plus einen Logarithmus von y rechne. Üblich ist normalerweise nicht der Schritt von da nach da, sondern meistens eher von hier in diese Richtung. Analog für mal natürlich wieder mit durch, dann hier mit Minus. Dann die wichtigste Regel nahezu, man könnte mal hier mal einen kleinen gelben Kasten drumherum machen, weil das ist die Regel, die wir immer wieder auch in der Finanzmathematik brauchen, denn zur Laufzeitberechnung steht immer die Laufzeit im Exponenten und dann kann man den Exponenten gepflegt nach vorne schreiben, Logarithmus von x. Dann noch eine Konvention, Logarithmus von 1 ist 0, irgendetwas hoch 0 war 1, also hier sehen wir direkt die Korrespondenz. Ein Logarithmus zur Basis a von a hoch Exponent n, dann können wir das n wieder nach vorne nehmen und der Logarithmus von a zur Basis a ist nämlich 1. Das heißt also, weiteres wichtiges Gesetz, Logarithmus von a zur Basis a ist 1. Und dann kann man aber auch jeden Logarithmus in einen anderen, zu einer anderen Basis umbauen, indem man dieses Gesetz benutzt. Braucht man höchst selten, aber manchmal ganz clever, wenn man es weiß. Das heißt also, ein paar Beispiele mal mit ein paar Zahlen. Habe ich einen Logarithmus von 2 und möchte einen ln von 3 dazu rechnen, dann muss ich gar nicht viel tun. Da kann ich nämlich auch genauso nach der Regel gleiche, wichtig ist, dass sie eine gleiche Basis haben, ln von 2 mal 3 rechnen und das ist dann der ln von 6. Dann bei durch natürlich analog, wenn ich 3 mal den ln von 7 habe, dann kann ich dafür auch schreiben ln von 7 hoch 3. Und wenn man jetzt weiß, was 7 hoch 3 ist, dann könnte man da auch noch eine Zahl hinschreiben, ist aber jetzt für uns hier an dieser Stelle nicht weiter wichtig. Dann
hat man eigentlich hier an dieser Stelle schon das gesamte Rüstzeug zum Logarithmenrechnen. Mehr als das muss man nicht wissen, aber das sollte man möglichst im Kopf haben.